In der Parkstadt Schwabing im Münchner Norden sind Digitalisierung und Big Data mittlerweile häufige Gesprächsthemen. Denn immer mehr IT-Unternehmen siedeln sich dort an. Für Startups wie den Datendienstleister Alexander Tamm bieten sich daher ideale Bedingungen, um neue Ideen und Projekte vorzustellen und umzusetzen. Als Silicon Schwabing wird die Parkstadt im Münchner Norden schon von einigen IT-Experten bezeichnet. Denn der Standort ist mittlerweile zu einem großen Branchentreff gewachsen. Auf kurzen Wegen können sich IT-Unternehmen über Zukunftsthemen austauschen und zu gemeinsamen Projekten verabreden. Wir finden das toll und das Schöne ist, entwickelt sich wirklich so eine Art Cluster hier. Also nicht nur das IBM Watson-Team, sondern auch hier Microsoft, NCT Data und verschiedene andere kleinere Startups, die sich jetzt hier ansiedeln. Und auch Volkswagen hat sich bewusst entschieden, das zentrale Data Lab hier in München zu machen und nicht in Wolfsburg oder in Berlin, sitzen auch gleich dort um die Ecke. Big Data ist heute ein oft verwendeter Begriff für große und komplexe digitale Datenmengen, die nach einer Auswertung viele Möglichkeiten bieten. Das 2012 gegründete Start-up-Unternehmen Alexander Tamm ermittelt den konkreten Bedarf und Nutzen für seine Kunden. Wichtig ist, diesen Begriff Big Data zu entmystifizieren, würde ich sagen. Was ist denn deine Problemstellung? Gewährleistungskosten, deine Kunden sind unzufrieden, du hast zu viele Wiederholreparaturen, deine Webseite funktioniert nicht so, wie du gern möchtest, etc. Deine Kunden wandern dir ab. Also diese Fragestellungen erstmal ganz konkret definieren und dann gezielt auf die Daten gehen. Ein Beispiel, was relativ konkret auch schon in der Industrie verwendet wird, das nennt sich Predictive Maintenance. Also die Idee dahinter ist, individuelle Wartung durchzuführen, immer dann, wenn die Maschine den konkreten Bedarf hat. Und dazu gibt es eben Algorithmen, dazu verwendet man Daten. Bei Alexander Tamm sind sogenannte Data Scientists im Einsatz, also IT-Fachleute, die Unternehmen beraten, wie sie aus ihren Daten Informationen und Wissen filtern können. Denn darauf kommt es künftig im Wettbewerb an. Als das Start-up kurz nach seiner Gründung erste Kunden gewinnen wollte, war das noch alles andere als einfach. Wie wenn sie mit so einem Wahrsagermobil sozusagen in die Stadt kommt und sagt, wir können dir jetzt deine Zukunft vorhersagen. Das war, also vor 4 Jahren war das wirklich noch für viele totale Raketenphysik und Voodoo-Zauber. Und das hat uns auch geprägt im Vergleich zu vielleicht anderen Big-Data-Firmen, die ja sehr stark über die Vision und über große Daten sammeln, Großprojektansatz rangehen, sind wir sehr pragmatisch geprägt. Nach Fachkräften sucht Alexander Tamm gerne auch in anderen Branchen und stellt daher neben Informatikern auch Sozialwissenschaftler und Volkswirte ein, die dann hier noch speziell zum Data Scientist ausgebildet werden. Seit der Gründung des Startups ist der Umsatz jährlich um rund 50% gewachsen. Das junge Unternehmen beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter. Bis Ende des Jahres sollen weitere 20 dazukommen. Nur wenige Menschen kennen heute den Beruf des Data Scientists. Doch das könnte sich rasch ändern, behauptet das Münchner Startup-Unternehmen Alexander Tamm. Denn der Markt für diese IT-Spezialisten wachse gewaltig. Ein bisschen Theorie und ganz viel Praxis, das zeichnet die Ausbildung zum Data Scientist aus. In einem Jahr macht das Münchner Start-up-Unternehmen Alexander Tamm wissenschaftlich arbeitende junge Leute fit für die Herausforderungen der Zukunft. Wir brauchen diese kreative, unstrukturierte Problemlösungskompetenz. Das heißt, um mit Daten zu interagieren, muss ich natürlich technische Kenntnisse haben in der Programmierung, in Datenbanken. Wie sind Daten gespeichert? Wie muss ich Daten transformieren, um sie für eine Analyse aufzubereiten? Es gehört aber auch sehr, sehr starke kommunikative Fähigkeit dazu. Die klassische Vorstellung, der Nerd im Keller ohne Licht, der nie mit jemandem spricht, außer mit seinem Computer, das ist so nicht tragbar bei uns. Statt Daten mit Excel-Tabellen und PowerPoints aufzubereiten, kümmern sich Data Scientists vor allem darum, Daten genau zu analysieren. Denn der Kunde will schließlich wissen, welche Daten er sammeln soll und was genau zum Erfolg führt. Anhand eines umgebauten Flippers wird bei Alexander Tamm das Thema Data Science anschaulich erklärt. Wir haben hier an diesem Flipper verschiedene Sensoren angebaut. Wir haben diese Tasten hier verkabelt. Das heißt, man kann testen, ob einer mehr links drückt oder mehr rechts. Und dann gibt es ja Leute, die sozusagen drücken und warten, dass der Ball sozusagen an den Flipper fällt und dann später schießen. Das heißt, dieses Verhalten werden wir dann analysieren können. Sachen, die früher nicht messbar waren, werden jetzt durch Weiterentwicklung im sensorischen Bereich, in der Maschinenentwicklung einfach messbar. Das heißt, die schiere Masse
Auch die Komplexität, die Geschwindigkeit von Daten nimmt durch die Digitalisierung zu. Zum anderen ermöglichen diese technischen, hardwaretechnischen Voraussetzungen neue Ansätze, also neue methodische Möglichkeiten für einen Analysten. Wie gehen Kunden mit Einkäufen um? Wann verschleißen Bauteile einer Maschine? Wer mehr über seine Produkte, das Kaufverhalten oder über seine Anlagen erfährt, ist auf eventuell eintretende kritische Situationen besser vorbereitet. Das Thema beschäftigt inzwischen auch immer mehr Universitäten. An der TU München gibt es bereits Studiengänge mit dem Schwerpunkt Data Science. Die LMU bietet im kommenden Wintersemester sogar einen eigenen Masterstudiengang dafür an.